Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Das Video ist jetzt tatsächlich schon das letzte der Vorlesungsreihe. In diesem Video werden wir uns jetzt noch zwei Themen widmen, die wir bisher immer nur am Rand etwas gestreift haben. Das erste Thema ist die Integration. Wir werden uns die Prozessintegration in SAP ERP nochmal etwas genauer anschauen und dabei auch auf die Integrationspunkte zwischen den verschiedenen Modulen Wert legen. Der zweite Teil des Videos wird dann noch die Prozessautomation sein, die wir bisher auch ein Stück weit ausgeklammert haben. Lassen Sie uns also mit der Integration starten. Da springen wir nochmal ganz zurück in die erste Vorlesung. Wenn Sie sich erinnern, haben wir damals dieses Bild hier zusammen erarbeitet, nachdem wir uns Gedanken gemacht haben, welche Prozesse so ein Unternehmen durchführen müsste, sind wir dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass es hier verschiedene Module gibt, nämlich ein Modul für den Vertrieb, Produktion oder Materialwirtschaft, und dass diese Module alle miteinander integriert sein werden. Dies war der Kern des SAP-ERPs oder der ERP-Systeme ganz allgemein. Wenn Sie sich jetzt aber noch mal daran erinnern, was wir in den Fallstudien durchgeführt haben, dann werden Sie vielleicht bemerken, dass wir in den Fallstudien häufig nur einen Teil der Module gesehen haben. Also schauen wir uns zum Beispiel mal die Fallstudie Vertrieb noch mal an. In der Fallstudie Vertrieb waren wir hauptsächlich in dem Modul SD, also in dem Vertriebsmodul unterwegs, und es gab wenige Integrationspunkte mit anderen Modulen, insbesondere beim Buchen von Warenbewegungen gab es eine Integration mit dem MM und dem FI. Und alles das, was Rechnungen bzw. Zahlungseingang betrifft, sind Funktionen, die zum Modul FI gehört haben. Allerdings haben wir hier keine Verbindung zu Prozessen in den anderen Modulen gesehen. Das Gleiche trifft zu, wenn wir uns jetzt nochmal die Materialwirtschaft angucken. In der Materialwirtschaft haben wir eigentlich ausschließlich im Modul MM gearbeitet und es gab nur die klassischen Integrationspunkte mit dem Finanzwesen, nämlich immer dann, wenn eine Warenbewegung gebucht wurde oder wenn irgendwas mit Rechnungen und Zahlungen erfolgt ist. Und der dritte große Block, das war das Modul Produktionssteuerung, Produktionsplanung und Steuerung. Dort haben wir fast alle Module gesehen, insbesondere in dem Teil Produktionssteuerung, weil nämlich zu einem Fertigungsauftrag zum Beispiel ein Warenausgang gebucht wurde und der ist eine Warenbewegung, hat Auswirkungen auf das MM und das FI. Ja, genauso war es dann auch beim Wareneingang, auch der hatte wieder Auswirkungen aufs MM und FI. Was wir allerdings nicht sehen hier in diesen Fallstudien ist, dass es zum Beispiel irgendwelche Integrationspunkte zwischen dem Vertrieb und der Produktionssteuerung gibt. Die Fallstudien sind absichtlich so aufgebaut, dass man diese Integrationspunkte nicht sehen. Der Hintergrund ist, dass wir in den Fallstudien versuchen, die Komplexität so zu reduzieren, dass wir eben auf eines der Module fokussieren können. Das klappt nicht immer. Eine Integration mit einem Finanzwesen oder mit der Materialwirtschaft ist immer gegeben. Aber je nachdem, wie man so eine Fallstudie schneidet, also so wie wir das getan haben, so wie Sie die Fallstudien durchgespielt haben, sehen Sie eben, dass wir aus vom Vertrieb aus zum Beispiel keine Auswirkung aufs PP haben. So, und was ich jetzt heute mit Ihnen machen will, was Sie dann auch selbst in der Fallstudie diese Woche durchspielen werden, ist mal ein Prozess, der wirklich quer über alle Module, die wir kennengelernt haben, läuft. Wir werden sehen, ein Prozess, der im Vertrieb startet, über die Materialwirtschaft und die Produktionssteuerung geht und natürlich mit den entsprechenden Integrationspunkten. Wie sieht dieser Prozess aus? Ich habe jetzt hier diesen Prozess als BPMN gemalt. Das ist wahrscheinlich jetzt relativ schwer zu lesen in dieser Auflösung. Ich werde jetzt gleich mal ranzoomen. Dann gucken wir uns das mal im Detail an, was da passiert, wie der Prozess laufen wird. Im nächsten Schritt
spielen wir den dann auch einmal durch mit so einem BPMN-Simulationstool. Und dann werden wir zum Abschluss diesen Prozess auch einfach mal einmal im System durchführen, um eben auch zu sehen, wo diese Integrationspunkte entstehen. So, fangen wir mal an. Ganz oben. Der Prozess, den wir uns jetzt angucken, der integrierte Prozess, der wird im Vertrieb starten. Nämlich damit, dass wir einen Kundenauftrag erhalten. Ich habe jetzt explizit mal nur den Prozess bei Global Bike modelliert und nicht den Kunden auch noch dazu modelliert. Sonst würde es noch unübersichtlicher werden. Und natürlich ist das auch hier wieder nur eine mögliche Prozessvariante. Das kennen Sie schon. Es gibt eine Vielzahl von Varianten, die wir jetzt hier der Übersichtlichkeit halber ausblenden. In dem Beispiel wird es jetzt so laufen, dass wir vom Kunden direkt einen Auftrag erhalten. Also diese ganzen Schritte mit Anfrage und Angebot, die lassen wir jetzt mal außen vor. Als erstes wird in dem System jetzt ein Kundenauftrag erfasst. Sie erinnern sich, beim Erfassen von einem Kundenauftrag laufen im Hintergrund auch eine Reihe von Funktionen ab. Sowas wie eine Verfügbarkeitsprüfung. Ist das Material auf Lager? Ja oder nein? Es werden Konditionen ermittelt und es wird zum Beispiel eine Versandterminierung durchgeführt. So, das Ergebnis Erfassen des Kundenauftrags ist das Datenobjekt Bewegungsdatum Kundenauftrag. Prinzipiell könnte es jetzt zwei Varianten geben. Wenn genug Material auf Lager ist, dann können wir einfach den Kundenauftrag erfüllen. In diesem Fall wird es jetzt eben so sein, dass nicht genug Material verfügbar ist. Von daher gibt es jetzt hier so ein paralleles Split und der Prozess hier oben wird so lange warten, bis das Material verfügbar ist. Aus dem Erfassen des Kundenauftrags, erinnern Sie sich vielleicht, kann nicht nur ein Kundenauftrag entstehen, sondern gleichzeitig auch ein Bedarf. Und mit diesem Bedarf landen wir jetzt eben in der Materialwirtschaft. In der Materialwirtschaft existiert jetzt ein Primärbedarf. Und im Rahmen der Materialbedarfsplanung wird dieser Materialprimärbedarf geplant. Die Materialbedarfsplanung, auch hier nochmal als Anmerkung, besteht aus einer Nettobedarfsrechnung, dann werden Beschaffungsmengen berechnet, es kommt zu einer Terminierung und zu einer Stücklistenauflösung. Als Ergebnis können aus so einer Materialbedarfsplanung Planaufträge entstehen, einmal hier und einmal hier. Und je nachdem, ob so ein Material fremdbeschafft oder eigenbeschafft ist, kann dann so ein Planauftrag eben in den üblichen Beschaffungsprozess münden. Den sehen wir hier. Ja, da wird eine Bestellanforderung erstellt, aus der Bestellanforderung eine Bestellung, irgendwann kommen die Waren an. Beziehungsweise wir können natürlich auch in dem Produktionsprozess landen, das ist hier dargestellt. Ja, da wird jetzt aus diesem Planauftrag eben ein Fertigungsauftrag erstellt. Der Fertigungsauftrag kann natürlich erst dann starten, wenn alle Rohstoffe verfügbar sind. Und das ist die Beziehung zwischen den Prozesszweigen. Nachdem hier der Beschaffungsprozess durchgeführt wurde, kommt es irgendwann zu dem Ereignis, dass alle Rohstoffe verfügbar sind. Auf dieses Ereignis wird hier gewartet und dann kann nun der Produktionsprozess durchgeführt werden. Das Ergebnis des Produktionsprozesses ist, dass irgendwann ein Wareneingang gebucht wird und das Material dann verfügbar ist. Und damit kommen wir wieder ganz nach hier oben. Dieser Prozesszweig wartet auf das Material, bis es verfügbar ist und führt dann schlussendlich den normalen Kundenauftragsprozess mit Auslieferung, Warenausgang buchen und so weiter durch. Was ich jetzt versucht habe, ist den Prozess so darzustellen, dass wir hier möglichst keine oder wenig Kreuzungen der Sequenzflüsse haben. Ja, deshalb gibt es hier so ein paar Sequenzflüsse, die komische Schleifen drehen. Schlussendlich landen die alle hier unten, ja? Nämlich im Finanzwesen. Im Rahmen des Beschaffungsprozesses in der Materialwirtschaft wird irgendwann eine Rechnung eingehen. Ja, diese Rechnung wird geprüft. Und es wird ein Zahlungsausgang gebucht. Dann ist dieser Prozesspfad beendet. Im Rahmen des Fertigungsauftrags wird irgendwann der Fertigungsauftrag abgerechnet. Dann befinden wir uns hier. Und im Rahmen des Kundenauftragsprozesses wird irgendwann ein Zahlungseingang. Und das ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Ich zoome noch einmal raus in den Präsentationsmodus. Das ist jetzt quasi der Überblick über so einen integrierten Prozess, der
Vertrieb, Materialwirtschaft, Produktion und Finanzwesen jetzt einmal integriert. Was wir hier jetzt nicht sehen, ist das Warehouse Management. Das habe ich der Übersichtlichkeit halber mal ausgeklammert, aber das könnten wir natürlich auch mit einbauen. Dann würden eben in den Schritten, wo ein Wareneingang oder ein Warenausgang gebucht wird, noch die entsprechenden Prozesse im Warehouse Management laufen. Als nächstes wechsle ich jetzt in den Camunda Modeler. Der Camunda Modeler ist das Tool, mit dem ich diesen BPMN-Prozess modelliert habe. Und der Camunda Modeler hat ein schönes Feature. Ich kann damit nämlich den Prozess simulieren. Wenn Sie sich noch an die Vorlesung Informationssysteme erinnern, dann können Sie sich vielleicht auch noch daran erinnern, dass wir so Prozesse immer mit Tokens simuliert haben, ja, Prozessinstanzen. Und das können wir im Camunda Modeler sehr schön tun. Und das ist auch genau das, was ich jetzt mit Ihnen machen werde. Ich werde auch diesen komplexen Prozess, den wir uns gerade angeschaut haben, einmal simulieren, dass wir den Schritt für Schritt nochmal nachvollziehen können. So, zoomen wir etwas heran, dass wir auch sehen, was hier passiert. Und dann können wir mal die Prozesssimulation starten. Die Prozesssimulation starten wir hier, indem wir auf Token simulieren klicken. Sie werden jetzt gleich sehen, die Tokens laufen los. Und die laufen so lange automatisch, bis sie an irgendeine Stelle kommen, wo sie auf ein Ereignis oder auf eine eingehende Nachricht warten. Also, ich starte jetzt mal unseren Prozess, dadurch, dass wir einen Kundenauftrag erhalten haben. Dann wird als erstes ein Kundenauftrag erfasst. Dann sehen Sie, der Token splittet sich jetzt auf in die Materialbedarfsplanung, die jetzt erfolgt ist. Jetzt lassen wir das erstmal ein Stück weiterlaufen. So, jetzt sind wir in einer Situation, dass alle drei Prozesspfade warten. Ja, in diesem oberen Prozesspfad sind wir nur dahin gekommen, dass das Material verfügbar sein soll. In dem parallelen Strang wurde die Materialbedarfsplanung durchgeführt. Daraus ergaben sich Planaufträge, die beschafft werden mussten. Ja, und dann wurde aus dem Planauftrag eine Bestellanforderung erzeugt und die Bestellung erfasst aus der Bestellanforderung. Und jetzt wartet die Beschaffung der Materialien darauf, dass ein Wareneingang erfolgt. Und dann gibt es noch den Prozesspfad zur Produktionssteuerung und Planung. Da wurde aus dem Planauftrag ein Fertigungsauftrag erzeugt. Der Fertigungsauftrag wurde freigegeben. Der Fertigungsauftrag kann jetzt allerdings nur starten, wenn Material verfügbar ist. Nämlich die Rohstoffe, die wir brauchen zum Produzieren. Also, wie muss es jetzt weitergehen? Als nächstes erhalten wir einen Wareneingang. Ja, der Wareneingang führt dazu, dass dieses Event ausgelöst wird, Rohstoffe verfügbar, und dieser Prozess weiterläuft Richtung Rechnungsprüfung. Jetzt könnte man natürlich verschiedene Varianten haben. Ich spiele jetzt die Variante mal so durch, dass wir alles im Finanzwesen am Ende machen. Also, wir haben jetzt gesehen, Rohstoffe sind verfügbar, dieses Event wurde ausgelöst. Somit können wir den ganzen Prozess hier weiter simulieren. Also, dadurch, dass die Rohstoffe verfügbar sind, kann jetzt der Warenausgang zum Fertigungsauftrag gebucht werden. Es kann produziert werden. Wir erfassen Rückmeldungen und schlussendlich einen Wareneingang. Ja, und dieser Wareneingang führt dazu, dass das Material, das hier oben im Kundenauftrag bestellt wurde, schlussendlich jetzt auch verfügbar ist. So, und Sie sehen, jetzt haben wir die beiden Prozesse. Hier einmal auf den Rechnungseingang warten und der Prozess Fertigungssteuerung, der ist schon abgeschlossen. Der ist bis zum Ende gelaufen, weil der Fertigungsauftrag dann einfach abgerechnet wurde. Da haben wir nicht mehr auf irgendwelche Daten von einem Kunden oder einem Lieferanten warten müssen. Dadurch, dass dieses Event ausgelöst wurde, können wir jetzt hier oben im Prozess weitermachen. Jetzt lassen wir den Kundenauftragsprozess weiterlaufen. Es gibt die Auslieferung, die angelegt wird. Waren werden konventioniert. Es wird ein Warenausgang gebucht. Es werden Rechnungen erstellt. Ja, und schlussendlich müssen wir auf einen Zahlungseingang warten. Jetzt machen wir das mal in einer ungewöhnlich vielleicht einer Reihenfolge, dadurch, dass dieser Prozess schon lange wartet. Wir lassen ihn aber trotzdem noch etwas warten. Jetzt buchen wir als erstes den Zahlungseingang. Damit ist der Teil des Kundenauftrags abgeschlossen. Und schlussendlich buchen wir jetzt den Rechnungseingang und den Zahlungsausgang. Und damit ist dieser Prozess einmal durchgelaufen.
Was Sie jetzt an dieser Simulation oder an diesem Prozessmodell auch schon gesehen haben, ist natürlich, dass das Prozessmodell auch nicht komplett vollständig ist, sondern das fokussiert wirklich auf das, was ich Ihnen jetzt zeigen wollte. Weil natürlich, ich zoome das mal ein bisschen ran, dass man das besser sieht, wird hier nach einem Kundenauftrag, ja, nicht zwangsläufig durch die Materialbedarfsplanung ein Planauftrag für eine Beschaffung erzeugt, sondern das ist genau nur in diesem Beispiel der Fall. Normalerweise würde man hier erwarten, dass es auch noch ein XOR-Gateway gibt, das entscheidet, ob eben ein Planauftrag erzeugt wird oder nicht. Ja. Das Gleiche trifft hier unten dann eben auch auf die Fertigung zu. Ja. Nicht zwangsläufig muss ein Planauftrag erzeugt werden, der zu einer Fertigung führt. Es könnte ja auch sein, dass genug Materialien auf Lager sind. Aber diese ja, Varianten, die habe ich in diesem Prozessmodell bewusst ausgeklammert. Nachdem wir das jetzt einmal gesehen haben, auf einer Simulationsebene, schauen wir uns das jetzt auch einmal noch im SAP-System an. Um sicherzugehen, dass wir auch produzieren müssen, schauen wir uns jetzt nochmal den Materialbestand von einem Material, nämlich dem Touring Bike DXTR 3000, an im Werk in oder erstmal unternehmensweit und wir sehen, davon gibt es in Deutschland keine auf Lager. Ja, hier sehen wir das. Und das ist das, was wir jetzt machen werden. Ich suche mir einen Auftraggeber im Süden von Deutschland. Nehmen wir diesen hier in Stuttgart. Das Ganze nennen wir Demo-Integration. So, und was bestellt der Kunde bei uns? Der bestellt von diesem Fahrrad DXTR 3000 fünf Stück. Ich muss noch den Vertriebsbereich auswählen. Und an dieser Stelle sehen Sie jetzt schon etwas, was wir vorher auch in dem Prozessmodell dargestellt haben. Ich springe noch mal zurück. Nämlich im Prozessmodell hatten wir ja beim Erfassen des Kundenauftrags gesehen, es wird eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt. Ja, und die Verfügbarkeitsprüfung sehen Sie genau hier. Das System erkennt, dass es keine oder nicht ausreichend Materialien auf Lager sind. Das ist die ATP-Prüfung, die wir auch schon im Detail besprochen haben. Und bietet uns jetzt eine Option an, dass wir zum 11.01. vollständig liefern können. Das wählen wir aus. Woher kommt das Datum 11.01.? Das kommt aus der Wiederbeschaffungszeit, die im Material hinterlegt ist. Ja, das könnten wir uns jetzt auch noch mal angucken, aber da verweise ich Sie auf die Videos, die ich zu dem Thema schon gemacht habe, im Vertrieb oder in der Materialwirtschaft. Also, wir wählen den Liefervorschlag aus, nämlich der 7.1., der 11.1. Damit ist der Terminauftrag angelegt. Die Nummer ist die 98. Die können wir uns jetzt mal merken. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt die Bedarfsbestandsliste an. MD04. Und zwar zu dem Werk in Heidelberg. Und wir erkennen in der Bedarfsbestandsliste jetzt genau den Kundenauftrag, den wir gerade angelegt haben, mit dem notwendigen Bedarf von 5 Stück. Was wir außerdem nochmal tun, Sie wissen, so ein Material hat eine Stückliste. In den Stammdaten zu der Produktion suchen wir uns die Stückliste und zeigen uns die Stückliste zu diesem Material an. Und wir erkennen, das Material besteht zum Beispiel aus Pedalen und Kette und so einem Touringrahmen in Rot. Wir gucken uns jetzt die Bedarfe für dieses Aluminiumrad und für den Touringrahmen in Rot mal an. Ja, zuerst den Materialbestand zu den Teilen und da fokussieren wir uns jetzt rein auf das Werk in Heidelberg. Von den Touring-Rädern gibt es keine. Und was wollten wir noch anschauen? Den Rahmen. Auch diese Rahmen gibt es nicht. Ja, also es ist von den Rohstoffen keines verfügbar. Das wird jetzt dazu führen, wenn wir mit dem Prozess weitermachen, dass aus der Materialbedarfsplanung eben Planaufträge für eine Beschaffung und
Planaufträge für eine Produktion resultieren. Nachdem wir uns jetzt den Bestand angeschaut haben, machen wir auch noch Folgendes und schauen uns für den Rahmen, der Teil dieses Touring-Bikes ist, auch nochmal die Bedarfsbestandsliste an. Und zum aktuellen Zeitpunkt, wir haben noch keine Materialbedarfsplanung durchgeführt, gibt es hier keinen Bestand und keinen Bedarf. So. Jetzt werden wir als nächstes die Materialbedarfsplanung durchführen. So, als nächstes führen wir jetzt die Materialbedarfsplanung durch. Das machen wir mit der Transaktion zur Leitteileplanung, die wir eben auch in der Fallstudie Produktionsplanung und Steuerung verwendet haben. Wir planen für das Material DXTR 3000 im Werk Heidelberg. Und das jetzt ausführen, müssen wir nochmal die Parameter überprüfen und bestätigen und sehen jetzt als Ergebnis, dass 11 Planaufträge und 16 Sekundärbedarfe erzeugt wurden. Außerdem wurden sogar auch schon 6 Bestellanforderungen erzeugt. Wir sehen jetzt hier auch nochmal im Detail, was passiert ist. Es wurden eben Aufträge oder Planaufträge für das DXTR 3000 sowie alle für die Produktion notwendigen Rohstoffe und Halbfabrikate erstellt. Ich wechsle jetzt nochmal in die Darstellung der Bedarfsbestandsliste. Als erstes schauen wir uns hier das Deluxe Touring Bike an. Mit das Auffrischen erkennen wir, dass ein Planauftrag erzeugt wurde, der den Bedarf aus diesem Kundenauftrag befriedigt. Sie sehen auch, dass dieser Planauftrag eine Menge von 20 hat. Wo kommt das her? Ich habe in der Losgrößenberechnung des Materials eine Mindestlosgröße von 20 hinterlegt. Das heißt, obwohl hier eigentlich nur 5 bestellt wurden, werden auf jeden Fall 20 produziert. Jetzt können wir uns auch nochmal diesen Rahmen des Bikes anschauen. Auch hierfür wurde jetzt zum einen ein Sekundärbedarf erstellt und ein Planauftrag, der diesen Sekundärbedarf befriedigt. Damit sind wir jetzt in unserem Prozess an dieser Stelle. Wir haben den Planauftrag und haben die Planaufträge und wir können jetzt damit beginnen, die Bestellungen zu erzeugen und die entsprechenden Materialien zu beschaffen. Die Bestellanforderungen erstelle ich jetzt nur mal für dieses eine Material, für dieses Touringrahmen in Rot. Und zwar machen wir daraus eine Bestellanforderung und speichern die so und die werden wir jetzt gleich beschaffen. Für alle anderen Materialien ist das jetzt ja natürlich eine sehr wiederholende Tätigkeit, von daher werde ich das an der Stelle nicht machen, sondern später die notwendigen Rohstoffe ins Lager buchen. Ich lege jetzt zu dieser BANF eine Bestellung an. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich den Lieferanten kenne. Ich hätte natürlich auch einen Einkaufsinfosatz im System hinterlegen können, dann wäre der Lieferant zum Beispiel durch die Bezugsquellenermittlung schon ermittelt worden. So, wir wollen Bestellanforderungen übernehmen. Der richtige Wert ist hier schon vorbelegt, deshalb wähle ich die aus. Und ich kopiere die Positionen dieser Bestellanforderungen einfach in meinen Beleg. Ich bekomme jetzt noch die Info, dass natürlich meine Daten noch nicht vollständig sind. Ich muss noch die Einkaufsorganisation pflegen, das in diesem Falle DE. Und ich muss noch einen Lieferanten pflegen. Jetzt wähle ich einfach einen meiner Lieferanten beliebig aus. Nochmal den. So, ich muss noch einen Bruttopreis hinterlegen. Ich nehme jetzt einfach mal hier 250 Euro. Und damit sollte die Bestellung vollständig sein und ich kann die speichern. Nachdem ich diese Bestellung erzeugt habe, schauen wir uns jetzt nochmal die Bedarfsbestandsliste zu diesem Material an. Ja, und jetzt sehen wir, dass sich hier etwas geändert hat. Ich habe zwar noch den Sekundärbedarf, aber es gibt jetzt eben hier ein neues Dispo-Element, nämlich einen Bestellungseingang zu dieser Bestellung mit einem bestimmten Datum. Wie diese Termine berechnet werden, wo die herkommen, das habe ich Ihnen schon erläutert, als wir uns das Modul MM im Detail angesehen haben.
Von daher werden wir jetzt einfach weitergehen im nächsten Schritt. Und was ist der nächste Schritt? Das ist die Buchen des Wareneingangs zu dieser Bestellung. Und zwar ein Wareneingang zu einer Bestellung. Ich suche mir diese Bestellung, die habe ich mir jetzt nämlich nicht gemerkt. Das sind diese hier. Die ist okay. Das Ganze soll in den Lagerort Raw Materials. Und jetzt können wir das speichern. Und der Wareneingang ist gebucht. Wenn wir uns das jetzt angucken, nochmal in unserem Überblicksprozess, dann befinden wir uns jetzt an der Stelle, dass wir den Wareneingang gebucht haben und somit die Rohstoffe verfügbar sind. Sobald die Rohstoffe verfügbar sind, kann jetzt die Produktion auch loslaufen. So, um den Prozess etwas zu beschleunigen, buche ich von den restlich benötigten Rohstoffen einfach jeweils 100 Stück ins Lager ein, damit wir mit dem nächsten Schritt weiter fortfahren können. Damit gehen wir jetzt wieder in unsere Bedarfsbestandsliste. In der Bedarfsbestandsliste zu dem Material, das in der Bestellung vorhanden war. Diesen Planauftrag überführe ich jetzt in den Fertigungsauftrag. Ja. Der wird jetzt auch direkt im gleichen Schritt freigegeben und wir speichern den ab. Wenn wir das Ganze jetzt auffrischen, sehen Sie, dass es jetzt hier einen Fertigungsauftrag mit einer bestimmten Nummer gibt. So, schauen wir uns diesen Fertigungsauftrag jetzt mal an. Der erzeugt wurde, hat die Gesamtmenge von 20 Stück und ja, die entsprechenden Status, die wir jetzt erwarten würden. Was ich jetzt dazu mache, ich buche den entsprechenden Warenausgang zum Auftrag. Das ist dieser hier. Ja, die notwendigen Mengen bestätigen wir alle. Ha, jetzt sperre ich mich gerade hier selber. Das passiert manchmal. Deshalb muss ich jetzt als erstes diese Transaktion nochmal verlassen. Jetzt sollte ich den Warenausgang buchen können. Natürlich nur, wenn ich es richtig mache und noch einen Lagerort eingebe. Und damit sollte ich den Warenausgang jetzt buchen können. Das hat geklappt. Somit könnte ich jetzt zu diesem Fertigungsauftrag auch die Rückmeldung erfassen. So. Zu diesem Auftrag erfassen wir jetzt die Endrückmeldung. Ja, ich ändere hier mal die Zeiten etwas, dass wir auch sehen, dass was passiert. Und dann können wir die Rückmeldung erfassen. Und was da noch bleibt, ist das Buchen des Wareneingangs. Jetzt buchen wir noch den Wareneingang zum Auftrag. Dieser hier. Ah, und wieder den Lagerort eingeben natürlich. So, und damit sind wir jetzt in unserem Prozess an dieser Stelle angelangt. Ja, wir könnten jetzt den Fertigungsauftrag abrechnen. Wir haben den ganzen Bereich der Materialwirtschaft, also der Bestellung von Rohstoffen, schon durchgeführt. Und dadurch, dass wir jetzt das Material verfügbar haben, können wir jetzt schlussendlich unseren Kundenauftrag abschließen. Also schauen wir uns nochmal unseren Kundenauftrag an. Das ist der Kundenauftrag. Zu diesem Kundenauftrag können wir jetzt die Auslieferung anlegen. Am einfachsten wäre es jetzt, wenn ich das hier rüber machen würde, über Beliefern. Dann bekomme ich aber die Fehlermeldung, dass zu dem gewünschten Datum keine Einteilung zur Lieferung fällig ist. Das ist der Grund, weil ich das an dem gleichen Tag mache, wie ich den Auftrag angelegt habe. Und zu diesem Selektionsdatum ist eben tatsächlich nichts fällig. Ich mache jetzt mal ein Selektionsdatum irgendwann in der Zukunft. Und dann sollte das funktionieren.
Genau, jetzt haben wir eben unsere eine Position. Hier müssen wir noch die kommissionierte Menge speichern. Und dann können wir jetzt auch in einem Schritt den Warenausgang buchen. Natürlich, nachdem wir auch den Lagerort eingegeben haben. Das ist nämlich hier dieses Finished Goods. Jetzt können wir den Warenausgang buchen. Und damit ist jetzt auch unser Kundenauftrag beliefert und Warenausgang gebucht. Schauen wir uns das mal hier an. Also, wir haben jetzt den Warenausgang gebucht. In der Prozessübersicht befinden wir uns jetzt an dieser Stelle, dass der Warenausgang gebucht ist. Und normalerweise würde ich jetzt den Auftrag fakturieren und dann irgendwann einen Zahlungseingang buchen. Das haben wir jetzt aber schon mehrfach gemacht. An der Stelle will ich Ihnen das hier jetzt nicht mehr zeigen. Mir ging es eben nochmal darum, das Zusammenspiel der verschiedenen Module zu zeigen. Aber fakturieren werden wir den Auftrag später. Ich werde Ihnen nämlich jetzt im Anschluss was über Automation erzählen und im Zuge dessen wird dann auch dieser Auftrag fakturiert werden. So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Automatisierung. Auch das habe ich in der ersten Vorlesung erwähnt, dass ein großer Vorteil von ERP-Systemen die Automatisierung ist. Wenn Sie sich jetzt aber diesen Prozess anschauen, den wir gerade auch nochmal im System durchgespielt haben, dann sieht man da eigentlich gar nicht viel Automatisierung. Es wird alles manuell gemacht. Ein Kundenauftrag wird manuell angelegt. Die Materialbedarfsplanung wird manuell durchgeführt und so weiter und so weiter. Bis hin zu der Rechnungsschreibung, die auch wieder manuell angestoßen wird. Auch das ist eine Eigenheit, die wir so eingerichtet haben in dem System, um Ihnen zu ermöglichen, diese Schritte einzeln durchzuführen. In der Realität werden viele dieser Schritte tatsächlich automatisiert sein. Das heißt, in einem normalen Unternehmen, das ein ERP-System von der SAP einsetzt oder ein anderes ERP-System, wird nicht ein Mensch manuell jeden einzelnen Auftrag fakturieren, sondern es wird einfach einen Prozess geben, der das im Hintergrund automatisch durchführt. Wie man so eine Automatisierung im SAP-ERP-System macht, werde ich Ihnen jetzt mal zeigen, nämlich genau an dem Schritt der Rechnungserstellung. Um das zeigen zu können, habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Zum einen gibt es hier unseren Auftrag, den wir gerade schon verwendet haben, der beliefert ist, aber noch nicht fakturiert. Ich habe außerdem noch eine Reihe weiterer Aufträge angelegt, die auch beliefert, aber nicht fakturiert sind. Es gibt den Auftrag 98, 99, 100 und 101. Alle sind beliefert, aber noch nicht fakturiert. Ein Unterschied existiert zwischen diesen Aufträgen. Der Auftrag 101, gehen wir nochmal zurück. Der Auftrag 101 bezieht sich auf den Vertriebsbereich Deutschland Süd, Wholesale Accessories, wohingegen alle anderen Belege sich auf den Vertriebsbereich Bicycles beziehen. Also das schauen wir uns auch hier nochmal an. Ja, das ist Deutschland Süd Wholesale Bicycles. Wie sieht jetzt so eine Automatisierung aus? Dafür gehen wir mal in das SAP-Menü im Vertrieb, Verkauf im Bereich, nein, in den Bereich der Fakturierung. Dort gibt es Transaktionen zum Anlegen, Ändern und Anzeigen von Fakturen. Das sind die, die wir verwendet haben. Es gibt hier aber auch noch ein weiteres Programm, nämlich die Hintergrundverarbeitung. Wenn ich das jetzt mal ausführe, gibt es da verschiedene Selektionskriterien. Die werden wir jetzt entsprechend füllen. Das Ganze machen wir nämlich für die Verkaufsorganisation Deutschland Süd und den Vertriebswerk Wholesale und die Sparte Bicycles. Ich wünschte jetzt mit diesem Programm oder ich kann jetzt mit diesem Programm im Hintergrund die Fakturierung aller Belege anstoßen, die den Selektionskriterien entsprechen. Das könnte ich jetzt einfach machen, das mache ich aber nicht. Ich mache noch vorher jeden Schritt. Ich klicke hier einmal auf Speichern. Wenn ich auf Speichern klicke, kann ich eine Variante
speichern. Variante ist eine Vorbelegung der Selektionskriterien einer Transaktion. Die nenne ich jetzt mal ZCD Auto für Automatisierung. Demo zur Automatisierung. Und was ich in so einer Variante machen kann, das ist ganz spannend. Ich kann die Werte der Felder direkt speichern. Ich kann aber auch für bestimmte Felder jetzt Variablen hinterlegen. Und das werde ich machen für Fakturadatum ab und Fakturadatum bis. Ich möchte nämlich jetzt alle Belege fakturieren, die bestimmten Selektionskriterien genügen, nämlich die in den letzten 7 Tagen angelegt wurden. Wie mache ich das? Ich kann jetzt hier die Selektionsvariable auf dynamische Datumsberechnung setzen. Und dann sage ich, das Fakturadatum soll, da gibt es jetzt verschiedene Variablen, das aktuelle Tagesdatum sein. Das ist bis. Und das Datum ab, auch das berechnen wir dynamisch. Das berechnen wir jetzt aktuelles Tagesdatum minus 7 Tage. So, diese Variante kann ich jetzt speichern. Und wie arbeite ich jetzt mit so Varianten? Ich gehe nochmal aus der Transaktion heraus, öffne die nochmal neu. Ja, Sie sehen, die Vorbelegungen, die ich gerade ausgewählt habe, sind weg. Ich kann jetzt aber über Varianten Variante holen, meine Variante auswählen, nämlich, ja, und Sie sehen, jetzt sind die Daten vorbelegt und insbesondere wurde auch das Fakturadatum von dynamisch berechnet von heute minus 7 Tage. So, jetzt könnte ich das ausführen, einmalig, dann würden jetzt alle einmalig faktoriert, die in diesem Selektion drin sind. Aber genau das will ich nicht machen, sondern was ich eigentlich tun will, ich will dieses Programm regelmäßig durchführen. Ja? Täglich soll alles faktoriert werden, was in den letzten 7 Tagen beliefert wurde. Und das kann ich machen, indem ich das Programm im Hintergrund ausführe. Dann muss ich angeben, wo Ausgaben hin umgeleitet werden sollen. Diese Ausgaben können natürlich nicht auf dem Bildschirm erfolgen, sondern die laufen in einen sogenannten Spool. Und wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich jetzt das Gerät heißt Log. So. Dann kriege ich jetzt ein Screen, in dem ich diesen Report einplanen kann. Ich könnte den sofort starten oder zu einem bestimmten Datum und einer Uhrzeit. Ich klicke hier jetzt einmal auf Sofort starten und gleichzeitig auf Periodenwert. Und ich werde den jetzt so einplanen, dass dieser Report alle 5 Minuten läuft. Alle 5 Minuten wird alles gesucht, was in den letzten 7 Tagen beliefert wurde, und das soll fakturiert werden. Das speichern wir jetzt einmal. Das Ergebnis ist, dass dieser Report jetzt eingeplant ist und sofort losläuft. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussieht. So eine Job-Einplanung. Ja, Sie sehen, genau dieses Programm war gerade eingeplant worden, ist jetzt schon einmal durchgelaufen, hat auch was getan, das sieht man hier an diesem Spool, und ist jetzt wieder eingeplant. Und das können wir uns jetzt angucken. Diese Transaktion müssen Sie sich übrigens nicht merken, das ist nicht für die Klausur relevant. Wenn es Sie interessiert, die Transaktion ist die SM37. Und wir können uns jetzt hier auch mal angucken, diese Details zu diesem Job. Und wir sehen, der wird jetzt um 15.51 Uhr. Ah ja, passt, das ist jetzt in 5 Minuten. So, jetzt habe ich mal ein bisschen gewartet. Mittlerweile ist noch ein bisschen mehr im System passiert. Also Sie sehen, den Job, den wir eingeplant haben, der ist noch mal gelaufen und ist jetzt noch mal eingeplant. Und hier oben ist noch ein anderer Job gelaufen. Was das eigentlich tut im Hintergrund, dieses Programm, das wir eingeplant haben, plant dann einen weiteren Job ein, der dann die eigentliche Faktorierung durchgeführt hat. Das ist dieser hier. Der hat jetzt die eigentliche Faktorierung durchgeführt. Das ist aber ein Detail, da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Es ist eben so, dass durch so eine Hintergrundverarbeitung diese Faktorierung automatisiert wurde. Und das Ergebnis dessen können wir uns jetzt auch anschauen. Wenn wir uns jetzt den Belegfluss zu dem Auftrag 98 anschauen, dann sehen Sie, dass der tatsächlich jetzt schon fakturiert ist. Ja, und das Gleiche
trifft auch zu, wenn wir uns zum Beispiel diesen Auftrag 100 anschauen. Auch dieser ist faktoriert. Ja, wir haben jetzt noch keinen Zahlungseingang gebucht. Die Eigenschaft der Selektionskriterien, die wir hier verwendet haben, sehen wir jetzt, wenn wir uns den Auftrag 101 anschauen. Der ist nämlich nicht faktoriert. Warum ist der nicht faktoriert? Ja, gucken wir mal den Beleg im Detail an. Wenn wir uns den Beleg im Detail anschauen, dann sehen wir hier, ja, dass der Vertriebsbereich Wholesale und die Sparte Accessories ist. Bei der Einplanung unseres Jobs haben wir aber folgende Variante verwendet. Variante holen, nämlich die Demo zu der Automatisierung. Und die filtert eben auf die Sparte Bicycles. Und aus dem Grund ist jetzt die Sparte Accessories nicht faktoriert worden. So, und so sehen Sie, wie eine Automatisierung in so einem SAP-ERP-System erfolgt, indem Hintergrundjobs eingeplant werden, die entweder zeitgesteuert oder ereignisgesteuert bestimmte Tätigkeiten durchführen. Ja? Könnte so eine Automatisierung natürlich auch für verschiedene andere Schritte einplanen. Ja? Und so kann ich dann mein ERP-System hochautomatisieren, dass wirklich der Mensch nur noch eingreift an den Stellen, wo er notwendig ist, beziehungsweise üblicherweise, wenn eine Ausnahme auftritt. Das war, was ich Ihnen in diesem Video zeigen wollte. Zum einen haben wir uns Prozessintegration angeschaut, zum anderen auch nochmal die Automation. Mit den verschiedenen Videos haben Sie jetzt, denke ich, einen sehr guten Überblick erhalten über ein SAP-ERP-System. Natürlich konnten wir überall nur die Oberfläche uns anschauen. Wir sind leider nirgends ganz tief eingestiegen. Ja, wir könnten sicher über jedes dieser Module eine komplette eigene Vorlesung machen, aber die Zielsetzung war genau, dass Sie so ein Grundverständnis bekommen. Und ich hoffe, das habe ich mit den Videos und entsprechenden Fallstudien, die Sie bearbeitet haben, auch geschafft. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns im Rahmen von einer anderen Vorlesung oder anderen Videos nochmal wieder. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.